So, Freunde, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von einer Short-Ausgabe von Cherry Beef. Natürlich wie immer mit dem ungeschlagenen Champion der German Alliance Wrestling, Ladies and Gentlemen, Mr. Angelo Nero. Hallo, hallo. Danke. Ich wünschte, ich könnte es behaupten, dass ich ungeschlagen bin, aber das wäre viel zu langweilig. Das stimmt nicht. Ja, da Mal gab es mal gucken, wie lange es so weitergeht. da gab es diesen einen Skandal vor 15 Jahren. Darüber reden wir heute nicht. Ah ja, no comments. Die Anwälte haben gesagt, ich soll nichts sagen. Was wir heute machen, ist was ganz Besonderes. Und zwar, wir gehen einen Eisberg durch. Es ist so, dass wir schon so oft jetzt über irgendwelche Themen aus der Wrestling-Geschichte geredet haben. Und die Idee war, es gibt so viele ikonische Dinge und Verschwörungen und Geschichten aus dem Wrestling, dass wir uns da einfach mal einen Eisberg angeschaut haben. So, Eisberg ist eigentlich ganz einfach zu sagen, was das ist. Und zwar ist es so, dass wir. Den habe ich jetzt hier mal eingeblendet, den sieht Angelo jetzt leider Gottes nicht. Es ist so, dass wir da sehr viele Themen drin haben aus der Geschichte des Wrestling. Und da wir Basic Knowledge jetzt einfach mal weglassen, gehen wir direkt rein in das Thema Casual Fan. Und da sind natürlich jetzt die Frage, womit wollen wir loslegen? Weil es gibt da viele Themen. Es gibt hier Montez Screwjob, Owen Harts Tod, der Shockmaster, legendär natürlich, Goldberg Streak. Jetzt will ich einfach mal fragen, auf was hast du denn am meisten Bock? Eine sehr gute Frage, an sich interessante Themen. Gut, Montreal Screwjob, natürlich ein Klassiker. Egal wie viele Jahre vergehen. Goldberg Streak kann man sich ja auch bereden. Ich, Pick also, mal eins von den beiden Sachen raus. der Oder. Screwjob, glaube ich, ist das legendärste und ich glaube, das, was den meisten Casual Wrestling Fans bekannt ist. Also, ich würde mal sagen, wir reden jetzt einfach mal über Montreal Screwjob. Also, Freitags gesagt, worum geht's? Was ist das Thema dahinter? Ich habe jetzt schon so vieles darüber gehört und gelesen und Ich alle denke, Seiten das wird gehört. extrem schwer sein, das kurz zu fassen. Aber ich denke, es ist im Endeffekt eine Geschichte zwischen Bret Hart und Vince McMahon, den er als seine Vaterfigur gesehen hat. Ja. Aber am Ende haben geschäftliche Erwartungen darüber entschieden, was mit der, ja, was zwischen den Personen passiert. Und während Bret im Endeffekt versucht hat, das auf persönlicher Ebene zu klären, hat Vince das Geschäft bevorzugt, nach Ja. über 10, 12 Jahren gemeinsamer Arbeit, und hat im Endeffekt Bret Hart dann natürlich hintergangen. Ja, also es ist so, es ist erstmal für alle, die nicht wissen, worum es geht. Montreal Screwjob, 9. November 1997, ein das Main Event von Survivor Series 1997 in Montreal. Ich habe überlegt, in welcher Stadt das stattfindet. Ja, natürlich in Montreal, ist ja klar. Final, also Bret Hart, der Champion, dessen Vertrag ein paar Tage später ausgelaufen wäre gegen Shawn Michaels. Und also die Ausgangssache war ja folgendes. Bret Hart, und das findet man auch in dieser Bret Hart Doku raus, Vince McMahon, der Chef der WWE, damals WWF, ging zu Bret Hart und sagt, hey, pass auf, WCW, die generische Promotion, wird immer heftiger. Ich möchte dich gern halten. Bitte, es wäre cool, wenn du mir einen 15-Jahres-Vertrag unterschreiben würdest. So. Bret Hart hat diesen Vertrag meines Wissens unterschrieben. Und dann, aber so nach einem Jahr, kommt Vince McMahon und sagt, hey, pass auf, wir können uns dich nicht mehr leisten. Wenn du irgendein anderes Angebot rumliegen hast, wir würden dich da gerne aus diesem Vertrag rauskaufen. Du bist frei zu gehen. So. Bret Hart natürlich, muss man auch sagen, Mensch, den ich manchmal nicht ganz verstehe, aber was bei dem ist halt Loyalität sehr wichtig. Das heißt, er war so loyal und hat gesagt, okay, ich gehe damit offen um. Ich frage rum. Hey, Eric Bischoff von der WCW, hast du ein Angebot für mich? Eric Bischoff geht hin und verdoppelt fast sein Jahresgehalt und sagt, hey, du kriegst ein Exclusive Contract. So. Jetzt ist natürlich erstmal jeder in der WWE ein bisschen sauer auf Bret Hart gewesen. So, also bestimmt Leute in der WWE waren sauer auf ihn, so auf die Art, so, hey, da ist jemand, der verrät uns, der verdient aber jetzt das Doppelte und warum verdienen wir eigentlich alle so wenig? So. Und jetzt ging es aber noch um Folgendes. Bret, der Hitman Hart, war immer noch WWE-Champion. Und wie kriegt man diesen WWE-Champion-Titel von ihm weg? Es gab jetzt ein paar Möglichkeiten. Denn es musste aber gehandelt werden. Denn es ist ja in der Vergangenheit sowas in der Art schon mal passiert. Ich glaube, wann war es? 95, 96 mit Medusa damals. Women's Champion der WWE.
die dann, die WWE war damals wirklich schrecklich organisiert. Also allein schon diese ganze Sache mit Lex Luger, der gar keinen Vertrag mehr hatte und WWE wusste es gar nicht. Medusa, deren Vertrag ausgelaufen ist und die WWE wusste es nicht und hat sich nicht drum geschert, ihr den Titel wegzunehmen. Sie geht dann zu WWE, WCW Nitro und wirft da den Titel sozusagen in den Müll. Sprich, sowas wollte man aus Verrecken verhindern. Und dann mussten natürlich Lösungen gefunden werden. Und da gab es natürlich mehrere verschiedene, wie sagt man das, Läger. So, wir haben Vince McMahon, der sagt, hey, ich will einfach nur, dass dieser Titel wechselt, bevor Bret Hart zur WCW geht, weil ich will nicht, dass der WWE-Champion, WWF-Champion mit dem Titel bei WCW auftaucht. Er hat anscheinend, das, weiß nicht, ob du es wusstest, mit Eric Bischoff sogar eine Abmachung gemacht, dass Eric Bischoff im Vornherein bis nach Survivor Series gar nicht sagen darf, hey, wir haben den WWF-Champion jetzt verpflichtet, dass er das geheim hält und muss sagen, Chapeau, Eric Bischoff, hätte ihn gar nicht eingeschätzt, dass der sich daran hält. Und du hast Shawn Michaels, der ums Verrecken Bret Hart nicht overbringen wollte, beziehungsweise auch mit Bret Hart nicht worken wollte, weil Shawn Michaels einfach ein komischer Dulli war zur damaligen Zeit, kann ich mir vorstellen. Und Bret the Hitman Hart, der sagt, ey, pass auf, ihr habt euch jetzt um mich nichts geschert die letzten Jahre. Ich will diesen Titel jetzt nicht in Montreal in meinem Heimatland verlieren. So, und das sind die Ausgangspunkte. Um es mal jetzt so ganz grob zu erklären, war noch viel mehr drin. Ja, was soll man sagen? Was ist passiert? Und da ranken sich halt jetzt die Geschichten drum. War es ein Work? War es ein Shoot? Also war es real? War es geplant? War es nicht geplant? Es gibt keinerlei hundertprozentige Aussage. Ja, was war es denn? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Work war. Ich meine, Ja, come natürlich. on. Es ist halt so viel vorgefallen. Ich denke, in diesem einen Moment, Bret Hart hat ja auch vorgeschlagen, den Titel tatsächlich auch an Shawn Michaels einen Tag später zu droppen. Ja. Er wollte ihn einfach nicht in Montreal droppen, Ja. in seiner Heimat. Er hat kein Problem gehabt, das bei Raw zu machen am nächsten Tag. Ja. Vince hat es ihm nicht geglaubt. Ich glaube tatsächlich, dass Bret Hart auch vorgeschlagen hat, den Titel bei Survivor Series zum Beispiel an wen anders zu droppen. Ich glaube, er wollte nicht an Michaels in Montreal droppen. An wen anders hätte er es wahrscheinlich gemacht. Undertaker zum Beispiel, der Name Ja. kam vor. Aber ja, ich sag mal, der Moment, die Blicke sprechen ja für sich. Ich meine, Earl Hebner, der Ref, der ist nach dem Tap-Out, obwohl es ja keinen gab, Ja, er genau. ist gleich aus dem Ring und aus der Halle raus. Bret Hart hat anscheinend vor Match gefragt, hey, kannst du auf deine Kinder schwören, dass da nichts geplant ist? Und Earl Hebner sagte, ja. Triple H kam raus als Security. Shawn Michaels hat sich gleich verdünnisiert. Bret Hart hat Vince ins Gesicht gespuckt. Also, nein, es war definitiv kein Work. Vor allem diese Backstage-Aufnahmen, wie die damalige Frau von Bret Hart Backstage ausrastet und Bret Hart im Vince eine reinballert. Ja. Und Shawn Michaels in der Umkleidekabine auch schwört, von nichts gewusst zu haben. Ich meine, ja, kein Work, weil die Frage ist, wofür? Was hat die WWE daraus wirklich geschlagen? Außer, dass Vince natürlich die Publicity für sich genutzt hat, aber kein Work. Ich finde das große Ganze dahinter exakt noch viel heftiger. Wenn du dir mal so, es gibt ja inzwischen diese Vice-Doku, The Dark Side of the Ring, Montreal Screwjob, es gibt Aussagen von allen Leuten. Und ich finde das zum Teil wirklich crazy, dass. Also, ich liebe Jim Cornette, das habe ich schon oftmals gesagt. Und Jim Cornette hat da eine wunderbare Aussage dazu gesagt. Und er schwört ja wirklich auf alles, dass es seine Idee war. Also, dass es ungewollt seine Idee war. Vince Russo sagt, es war seine Idee, die beiden hassen sich ja wie die Pest, ne? Und das ist ungewollt so entstanden. Also erstmal, Bret Hart wurden ja wirklich verschiedene Möglichkeiten gegeben. Auch die Aussage selber, pass auf, gib doch den Titel einfach einen Tag vor oder 2 Tage vor Survivor Series ab. Oder die Woche vor Survivor Series bei Raw oder whenever einfach. Verlier doch einfach den Titel eine Woche vorher und dann sagt der meinst du, ja, aber ganz ehrlich, ich bin Canadian Hero, das Ding ist in meiner Heimatstadt oder in meiner Heimat.
wenn ich jetzt hier den Titel verliere, dann habt ihr keinen Posterboy, mit dem ihr werben könnt. Was ich zum Teil verstehe, aber zum anderen Teil man sich auch denkt, ja, es klingt jetzt auch wieder bloß wie so ein, ich möchte den Titel nicht abgeben an Shawn Michaels, weil er sich halt einfach jetzt dafür für zu wichtig fühlt. Aber wo ich sage, da ist bei ihm die Schuld am wenigsten, sondern dann gab es mehrere Meetings, es wurde wirklich tagelang um den Ausgang dieses Matches rumgetan. Und dann muss irgendwann Jim Cornette ausgerastet und gesagt, komm, Double Cross him. So, fucking Double Cross him. Also Double Cross gibt es ja, also so dieses, dass du als Manager den Ausgang durch irgendeine Art Skandal oder durch irgendeine Art Verarsche, sowas halt machst, dass der Ausgang des Matches so kommt, wie du es willst, als Booker. So. Und er hat es halt schon mal gesagt, wisst ihr, was leckt zum Arsch? Double Cross him doch einfach, ist mir doch egal. So, und ist schon mal aus dem Raum gegangen. So, und wusste aber dann bis zum eigentlichen Tag auch niemand, was passieren würde. Scheinbar hat, war das nicht sogar das, wo der Undertaker sogar in Gorilla Position stand, weil irgendwie Shawn Michaels auch gemeint hat, weil jedem unklar war, ob Shawn Michaels überhaupt da rausgeht und überhaupt dieses Match gegen ihn antreten wird. Und dann sogar der Undertaker sich in die Gorilla Position hingestellt hat, um gegebenenfalls Fäuste sprengen zu lassen, wenn das Thema jetzt nicht geklärt ist. Und da bricht dann natürlich halt Kayfabe mit dem Realen. Also da wurde es halt dann wirklich, weil die haben halt alle einfach gesagt, ja, was soll denn passieren? Jetzt, wenn wir ihm den Titel wegnehmen würden, das hat sich ja jeder gedacht, ja, was soll denn passieren? Glaubt ihr, der geht da ins Fernsehen und sagt, ey, es ist zwar alles Fake, aber die haben jetzt Real Life meinen Fake-Titel weggenommen. Was Bret Hart dann auch gemacht hat. Und dann ist wirklich das, Jim Cornette muss ja wirklich vor, also Earl Hebner sagen viele, ist der Erste, war der Erste, der im Auto war. Der muss schon mal wirklich nach dem Ende von dem Match aus dem Ring gestürmt sein, Backstage ins Auto. Jim Cornette war noch vor ihm aus der Halle. Weil er es gesehen hat, dachte, oh fuck. Weil so das Thema war so, ja, sobald irgendwie Bret Hart in seinem eigenen Sharpshooter war, muss Jim Cornette die Fliege gemacht haben. Und danach war ja wirklich die Hölle los. Also wirklich, die Wrestling-Welt war komplett auf den Kopf gestellt. Ja, jetzt stell dir vor, das wird heute passieren. Ja. Dein TikTok, deine 1000 Handys, öffentlichen Aufnahmen, das wäre Chaos pur. Natürlich. Ey, das Ding war halt auch so, dass danach einzelne Wrestler wirklich Walkout gemacht haben und gesagt haben, Leute, ich arbeite mit euch nicht mehr. Also Mick Foley war wirklich so weit, WWE wirklich Adieu zu sagen, weil er gesagt hat, wie ihr da Bret Hart behandelt habt, das geht gar nicht. Dann musste Jim Cornette ihm am nächsten Tag anrufen und sagen, hey, bitte, bitte, kommt zurück, bitte, kommt zurück. Und er hat sich dann dazu überreden lassen, zurückzukommen. Was man aber dazu sagen muss, ist halt das Positive, Vince McMahon, der Charakter, wurde dadurch geboren. Also am Ende des Tages für alle Beteiligten, ehrlich gesagt, geil, wenn nicht Goldberg gegen Bret Hart passiert wäre, was Bret Hart am Ende das Genick gebrochen hat. Aber theoretisch war es für alle Beteiligten das Richtige. Aber es war halt unmenschlich hoch drei. Also Es ist eben das Pro Wrestling Business, das stimmt. voll, voll. Also das war wirklich ein Riesenskandal und es gibt bis heute noch Leute, die wirklich glauben, dass das einfach nur im Vornherein abgekatert war. So, hey, pass auf, WWE gibt Bret Hart halt 500.000, kaufen ihn aus seinem Titel raus und wollen halt dadurch jetzt noch so viel wie es geht Publicity machen. Aber ich weiß nicht, 97 war jetzt noch nicht die Attitude Era. Die hat doch, glaube ich, erst ein bisschen später angefangen. Also sprich, 97 war doch, glaube ich, noch die Zeit der schlechten Gimmicks und ja. Also da war vielleicht gerade der Wechsel. Also ich weiß nicht. Also es hört sich für mich alles dann auch nicht so real an, dass man sagt, hey, das war alles einfach geplant. Nee, 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 das nicht. Vor allem nicht in diesen Charakteren, sage ich mal, nicht in diesen Persönlichkeiten damals. Also waren natürlich alle riesig, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob du diese Doku schon mal gesehen hast. Also es gibt ja zwei Dokus, die da sehr geil sind. Beyond the Mat heißt die eine aus den 90ern und die andere ist diese Bret Hart-Doku, deren Name ich jetzt nicht Ja, mehr weiß. ich überlege gerade auch, aber ich kenne die beiden. Ich habe sie beide gesehen, ja. Wrestling with the Shadows, Wrestling with kann the man Shadows, sagen. genau. Und die waren ja wirklich. Er hat ja auch gewusst, dass irgendwas passieren würde, weshalb er dann wirklich im Vornherein angefragt hat, können bitte die Leute
von der Dokumentation bitte Backstage kommen und das mitfilmen. Also sie wussten, dass da irgendwas passiert. Und das Irrsinnige ist, man muss sich ja die Frage stellen, wer wusste Bescheid? Waren Shawn Michaels und Triple H damals schon so groß, dass sie was Bescheid wussten? Also Shawn Michaels war damals auch bei Booking-Meetings mit dabei, wo sich jeder gefragt hat, das ist ein Wrestler, was macht der da? Aber es gibt da halt im Vornherein auch solche Aufnahmen, wo halt dann irgendwie Bret Harts Sohn mit Shawn Michaels fangen spielt. Und wo ich mir denke, ey, willst du mir wirklich sagen, dass der das so gut verstecken kann? Ach komm, also ich weiß es nicht. Also, wir werden uns immer fragen, wer Bescheid wusste. Ich finde es einerseits auch schön, was sie im Nachhinein damit noch gemacht haben. Also, Who's Your Daddy Montreal, Shawn Michaels und wie sie es dann später. Wahrscheinlich die beste Promo, die es je gab. Wahrscheinlich, also mit einer der besten. Plus auch das Thema, ja, wie man das Ganze am Ende aufgelöst hat, fand ich auch nicht unbedingt falsch. Ich fand halt, was man daraus gemacht hat damals, also man hat ja was 20 Jahre, 25 Jahre später dann Vince McMahon gegen Bret Hart bei WrestleMania, das war so absoluter Bullshit. Also es hätte es nicht. Das Lass mich hätten. überlegen, WrestleMania 26. Boah, irgendwie sowas, WrestleMania, oder was weiß, was war diese Nee, ich ultra glaube, schlechte das war WrestleMania? diese WrestleMania in Arizona. Ich glaube, das war die 26, wo auch Michaels aufgehört hat an dem Tag gegen den Bret Taker. Hart versus Vince McMahon. Bret, doch, WrestleMania 26. Bei irgendeine war doch dabei, die war so ultra schlecht. Boah, war es WrestleMania 26? So, und oh, ich weiß Also es. 26 war nicht schlecht, aber. Da war eine mal dabei. Da war bis auf ein Match alles scheiße. Das war nicht die in Georgia, ne? Oder war das die mit dem Host The Rock? Nee, oder? Ja, ich überlege, es könnte Mania 27 gewesen sein, aber ich meine, du hattest da Miz und Cena im Main Event. Hm. Was Doch, jetzt nicht verkehrt ist, aber ich meine, du hattest das war halt die, die war Taker so und schlecht. Triple H Boah, die auch war auf der so, Karte. die war ja wirklich für viele die schlechteste WrestleMania aller Zeiten. Also, da waren ja wirklich viele dabei, die gemeint haben, so, hey, pass auf, dass man dann hingeht und das ein No Contest ist, war ja bis zwischen Miz und Cena, bis sich dann The Rock einmischt. Also, man muss ganz ehrlich sagen, WWE wirkt alles im Nachhinein heute alles so toll. Aber viele Matches, die da dabei waren, waren früher schon unglaublich schlecht. Es gab früher schon unglaublich schlechte Matches und Sachen, die man einfach auch nicht versteht. Also dementsprechend, also wie gesagt, aufgeklärt wird das Ganze dann eben bei WrestleMania 6 und wo ist es denn? WrestleMania 26. War in Hier, Bret Hart, Arizona, die oder? für. Genau, in Arizona, genau. Und das, muss ich sagen, war auch alles ein bisschen komisch. Hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Ja, ich meine, das war natürlich ein perfekter Kreislauf. Die Story Ja. mit Shawn Michaels bei Raw im Januar, wie die sich vertragen haben. Dann dieser Turn von Vince McMahon. Und dann all die Jahre später, so gefühlt 16 Jahre nach dem Montreal Screwjob, hat man dann eben dieses Match gehabt. Vince gegen Bret Hart. Beide waren natürlich deutlich älter, waren zuvor schon nicht die Jüngsten. Und Bret Hart ist auch in einem anderen Outfit rausgekommen, einfach um zu Ja. zeigen, ich bin jetzt anders, nicht dieses Multitalent von damals. Vielleicht der beste technische Wrestler, den es gab. Da muss man sagen, da soll ich für den bringen, da hast du aber gemerkt, wie alt Vince McMahon eigentlich schon ist. Also da hat Das man, stimmt, das also stimmt, ich klar. fand den nach WrestleMania, die erste WrestleMania, die ich gesehen habe, war WrestleMania 23. Da muss ich sagen, da hat Ja, das war man. sicher, da war Vince McMahon natürlich nur, da ist er nur auf diesen Körper gekommen mit Chicken, Reis und Brokkoli, Ja. wenn du verstehst. Aber ja, man muss bedenken, wie tragisch eben der Unfall von Bret Hart war mit seiner Ja. Karriere. Jetzt stell dir vor, der hätte noch 10 plus Jahre gehabt. Ja. Oder von mir aus nur 5. Ja. Aber der hat noch so viel in sich gehabt und das ist halt schade. Aber zum Glück haben die dieses eine Match noch gemacht, einfach um die Story abzuschließen, auch wenn es kein Feuerwerk war. Das war auch Overbooking mit der ganzen Hart Ja. Family vor Ort. Ja, voll. Voll. Aber ich sag mal, ich bin froh, dass sie vielleicht für sich dieses Kapitel beendet haben, auch menschlich. Und Bret Harts, nein, nicht Bret Harts, Vince McMahons Gimmick ist ja auch nach diesem Match eigentlich zu Ende gewesen. Ja, ich muss wirklich sagen, also ich finde, also bei dem Match hast du halt schon gemerkt, wie alt Vince McMahon ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich will nie wieder ein Vince McMahon-Match. Ich gab für mich noch Ja, nie klar. ein gutes Vince McMahon-Match. Und also spätestens, wie ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach Gott, also das ist ja, ich glaube,
dass es da einfach viel zu viele Leute gibt. Und das, um den Kreis wieder zu schließen, ich glaube, dass da auch viel zu viele Leute gab, die einfach Angst hatten, Nein zu sagen. Klar, ich meine, du musst bedenken, Vince McMahon wird wahrscheinlich, wenn das so weitermacht, 150 Jahre alt werden. Seine Mutter wurde aber, 102, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ja, gut für ihn. Schön. Ja, also er hat unglaubliche Gene, das heißt, der Typ auf jeden wird Fall, wahrscheinlich noch 20 Jahre so weitermachen, wenn es blöd läuft. Also. Genau, du musst auch aber bedenken, ich schätze mal, er war vor 13 Jahren bei WrestleMania 26, ich schätze mal, er war um die 60. Er war um die 60 und ein Bodybuilder, der nie ein Wrestler war. Da kannst du kein Feuerwerk erwarten, klar. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwann dieses schlimme Match mal gesehen zwischen Vince McMahon und seiner Tochter bei, was weiß ich, No Mercy mal. Oh, ja. Das ist auch so schlimm. Ich denk so, natürlich, das hat's getragen mit dieser ganzen, mit dem Charisma von ihm, aber ganz ehrlich, irgendwann war dieses Charisma weg. Und dann irgendwann, ach Gott, also ich kann mich nur erinnern an die Wildcard Rule, wo er dann irgendwann so, I'm a genius, the Wildcard Rule, I'm a genius. Ganz ehrlich, sorry, tut mir leid, ich kaufe dir das kein Moment ab. Aber wie gesagt, Vince McMahon, riesen Person in diesem Thema, Montreal Screwjob, und ich muss sagen, ich verstehe grundlegend total die Denkweise dahinter. Ich verstehe aber auch nicht, warum man es nicht einfach besser hätte machen können. Weil ich muss sagen, also theoretisch leben wir jetzt wieder in so einer Zeit, du hast WWE, du hast AEW, theoretisch leben wir jetzt wieder in so einer Zeit leben, wo sowas mal wieder passieren könnte. Ja, ich meine, ich denke, die Antwort ist hier simpel. Es kommt auf den Menschen an. Hm. Ich kenne natürlich Vince McMahon nicht persönlich. Ich könnte aber wahrscheinlich darauf wetten, dass er mehr, dass er Business vorzieht. Hm. Und wenn ja. du eine kalte Person sein kannst und Business vorziehst, Geld über menschlichen Kontakt, vor allem wenn du dich vielleicht verraten fühlst, dann ziehst du es durch. Also ich glaube nicht, dass er darüber viele schlaflose Nächte verloren hat. Ich denke, das einzige Gute an dieser Geschichte ist, und das ist das Gute im Wrestling, dass du diese Chancen bekommst. Es geht nicht in jedem Job, aber dass die Leute sich nach 15 Jahren, und ich meine das Trio McMahon, Shawn Michaels und Bret Hart, dass diese drei ein Jahrzehnt später zusammengekommen sind, sich ausgesprochen haben, das menschlich geklärt haben und auch für die Fans, das auf der Bühne, die haben diesen Kreis vollendet. Das kannst du nicht in jedem Job machen. Und die haben es gemacht. Das ist das Gute an dieser Geschichte. Ich wünschte mir, viele andere Geschichten im Wrestling würden genauso happy enden, sage ich mal, für die Fans und für die Leute. Aber es ist, ich sage mal, das einzige Gute an diesem Nicht-Work, an diesem Montreal Screwjob, dass es am Ende, 15 Jahre später, alles im Guten auseinandergegangen ist. Ja, das finde ich auch gut. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet. Ich würde sogar sagen, dass wir das Thema Montreal Screwjob dann ein bisschen abschieben, weil wir haben ja auch was, einen anderen Punkt, unbewusst noch einen anderen Punkt auch noch abgeschlossen. Und zwar Medusa throws WWF Women's Title away. Sprich, wir haben zwei mit einer Klappe geschlagen. Und dann würde ich mal sagen, beenden wir diese Kurzfolge, Shorts, Cherry Beef. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann einen weiteren Punkt an oder einen weiteren oder zwei weitere interessante Punkte. Also, Freunde, dann würde ich sagen, für diese Folge erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und danke, Angelo, dass du dabei warst. Wir sind dann bei. Ich bedanke mich für diesen Work mit dir. Natürlich. Work shoot. Also, dann, Freunde, sag ich mal so, bis zum nächsten Mal und schaut mehr Wrestling. Ciao. Hello Friends, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked und teilt das Ganze doch und vor allen Dingen folgt uns, macht das Plus weg, drückt die Glocke und gebt eure GD-Kartendaten zur Altersbestätigung ein und verpasst keine weiteren Folgen. Zudem findet ihr über 100 weitere Folgen und Videos auf unterschiedlichsten Plattformen. Jeden Monat gibt es eine neue Folge von uns plus regelmäßig zusätzlichen Content. Folgen ist und bleibt kostenlos, zudem liken wir und beantworten wir jeden Kommentar und euch alle Fragen, die euch interessieren. Vielen Dank und stay fresh. Bye.